Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und damit auch die letzte Folge von der Merlot 2 mit unseren Oldtimern. Genau, heute die letzte Folge. Nächste Woche geht es in den Landwirtschaftssimulator 2022. So simpel ist es. Wenn ihr euch wundert, warum fährt er jetzt nochmal mit den Kollegen hier los? Ganz einfach. Ich habe den Grubber drüben schon laufen. Und bin ja auch selber am Düngen, aber der Grubber ist natürlich relativ langsam. Und wenn wir hier noch ein bisschen was bewegt kriegen wollen, dann müssen wir was machen? Richtig, dann müssen wir grubbern. Und zwar mit dem zweiten Grubber. Und den haben wir ja auch. Und deswegen bringe ich den hier gleich nochmal mit an Start. Fahre jetzt eine Runde hier rum. Der andere Grubber, wie gesagt, arbeitet schon. Halbwegs gedüngt oder zur Hälfte gedüngt ist das Feld auch schon. Und jetzt kann ich natürlich dann mittig ansetzen. Entweder fahren sie dann aufeinander zu oder voneinander weg, das ist mir in Anführungsstrichen egal. Hauptsache, sie tun ihre Arbeit. Ne? So muss man es halt sehen. So, mal gucken, wo ist der Part hier gerade? So, auf jeden Fall. Und Helfer an. So simpel ist es. Und schon lasse ich ihn in Runde mitgrubbern. Ne? Und schon, je mehr wir haben, desto besser ist. So, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück auf meinen freundlichen Kollegen hier. Da haben wir ihn. Mach den Motor an und streu Dünger. So simpel ist es. Ich hoffe, er wendet gleich so, dass er mit mir mitfährt. Das können wir gleich auch mal gucken. Ja. Den will ich jetzt mal nach hinten gucken. Nee, er hat es nicht vor. Aber es ist kein Problem. Ich habe den Helfer jetzt nochmal hier bemüht auszumachen. Setze ihn jetzt auf der Seite an. Damit kann er dann gar nicht mehr in die andere Richtung fahren, weil da ja schon gegrubbert ist. Ne? So simpel ist es. Deswegen mache ich ihn jetzt einfach hier an. Und damit dürfte das für ihn jetzt klar sein, was er zu tun hat. So, wir hüpfen schnell hierhin weiter. Ein Stückchen zurück. Das Ganze an und dann geht's los. So, das haben wir auch gedüngt. Und hier geht es dann nochmal los. Ja, und jetzt verfolgt er uns und er wird von dem anderen Grubber verfolgt. Das ist der ganze Trick. Wenn er den anderen eingeholt hat und das noch genug Platz, dann setze ich ihn einfach auf der ganz anderen Seite hier an, wenn wir fertig sind mit Düngen. Das macht dann nichts. Und dann muss ich ja noch mal hinter beiden her, weil wir eine zweite Düngestufe brauchen, die wir aber nach dem So, ich glaube, ich muss ja noch einmal zurück für einen kleinen Rest, weil ich mich nicht richtig rechtzeitig eingefädelt habe, um es mal so auszudrücken. Aber wir kriegen das hin. So. Wie gesagt, jetzt drehe ich noch mal. Fahre noch mal schön auf dem Standstreifen nach hinten. Weil eine kleine Ecke habe ich da noch zu düngen. Dann kann ich ihn jetzt hier erstmal stehen lassen. So, was ich jetzt noch machen kann, ist natürlich die andere Sämaschine schon mal ranholen. Das heißt, die andere, also die Sämaschine schon mal ranholen, dass die sich da hinten schon mal positioniert. Ne? Das kriegen wir natürlich auch noch gut hin.
Eine Seemaschine kann theoretisch gesehen starten, nachdem ich hier nochmal gedüngt habe. Deswegen wende ich jetzt hier mal wacker. Ja, ihr seht, er hat hier schon mal ein bisschen was gemacht. Jetzt wird das Ganze hier nochmal dunkel, weil wir hier gerade frisch sehen. Und ich werde jetzt so lange düngen. Ja, auf jeden Fall versuchen, so lange zu düngen, wie er braucht, um die Lücke zu schließen. Dann setze ich nämlich die Seemaschine an und setze ihn nochmal auf der ganz anderen Seite an. Dann passt das Ganze nämlich schon. Dann können wir hier munter das Ganze tatsächlich noch komplett fertig kriegen. Das ist schon mal cool. So. Das ist schon mal aus. Hier haben wir die nächste Bahn. Wir können auch gleich auf jeden Fall noch eine Bahn zurückfahren. Und der Kollege da muss auch noch eine Bahn zurückfahren. Schon fast gut. Gucken, ob das reicht, ob er dann damit fertig ist. Das werden wir gleich feststellen. Ich werde jetzt hier einmal auf den frisch gesäten wenden. Ja, ich weiß. Und kriegst du die Bahn in der Zeit hier geregelt? Ja, er macht das da zum Glück komplett zu. Das heißt, ich werde jetzt die Gelegenheit nehmen, die Seemaschine anzusetzen hier. Und dann hinter ihm her sehen. So. Hier schön hinterher sehen. Helfer an und raushüpfen. Sehr gut. Und jetzt können wir hinter ihm hinterher düngen. Wenn ich die Bahn hier gedüngt habe, wie gesagt, dann setze ich den Grubber drüben auch nochmal neu an auf der anderen Seite. Gucken, wie weit er dann kommt. Und ich habe ja noch ein paar Bahnen zum Düngen durch das, was der andere Kollege gemacht hatte. Ja. Gut, ja, wir schließen jetzt einmal zu ihm auf. So, aus damit. Hier eine Runde reingehüpft. Na komm, fahr los hier. Also, bitte. Ah, ich setze jetzt einfach mal hier an. Mal sehen, wie es hinkommt bei denen. Ist ja auch nicht ganz so wild. Die Maschine fährt die Spur. Wir düngen jetzt erstmal hier. Und dann sehen wir, in welche Richtung er da hinten wendet. Und setzen ihn natürlich dann auf die Spur an, die ihn zur Außenkante führt. Wenn er nämlich am Wenden ist, bevor er wieder ansetzt, sollten wir nämlich auch hier am Ende sein. So, mal gucken, was für einen Drang er in welche Richtung hat. Und es ist die richtige Richtung. Alles super. So muss das sein. Das läuft doch alles exquisit. So. Wir können hier noch locker nochmal eine Bahn düngen.
So. Das ist das. Er behauptet hier drüben jetzt, dass er fertig wäre. Ist er natürlich nicht. Und das werde ich ihm jetzt auch gleich klar machen, indem wir ihn mich hier nochmal ansetzen. So. Nämlich hier. Und Helfer gucken. Sollte eigentlich hinkommen jetzt. Ja, kommt doch hin. Sehr schön. Dann kann ich nämlich jetzt den Kollegen hier nehmen. Und die Außenbahn hier schon mal eine Runde düngen. Ja. Indem ich ihn jetzt nämlich einfach mal eine Runde verfolge hier. So, und da sagt er jetzt, er wäre fertig. Dreist, wie er ist. Das kann er auch ruhig behaupten. Ich mache ihn jetzt hier mal aus. Und wir fahren ihn zur Seite. Weil er ist jetzt einfach auch stumm fertig. Ne? Das heißt, ihn können wir jetzt schon mal fix nach Hause bringen. Schöne Kurve quer durch hier, so. Parken wir den nämlich schon mal rückwärts ein. Aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Ja, und das war das letzte Mal, dass wir mit dem MAN unterwegs waren hier. So simpel ist es. So, das ist der nächste, der die Arbeit erfolgreich beendet hat. Das ist er hier. Das ist doch cool. Den machen wir dann jetzt auch mal eine Runde weg. Und dann können wir die beiden Streifen da noch düngen. So, damit haben wir den Dolz auch weggestellt. Genau, jetzt haben wir den Kollegen hier noch. Auch Motor abgewürgt, sehr schön. Wir bringen hier mal die Düngegeschichte, die eine Bahn hier zu Ende. So. Das kriege ich eh nicht in einer Bahn hin, das müssen eh zwei werden. Das hätte jetzt knapp nicht gereicht. Ja, und die Sämaschine ist wacker dabei. So sieht das Ganze aus. Ja, wenn ich hier so die letzten Bahnen fahre, kann ich dann schon mich so langsam aus dem LS19 Let's Play verabschieden. Das ist hier tatsächlich die letzte Folge Let's Play im LS19, die ich spiele, so wie es aussieht. Das nächste Mal, wenn die nächste Folge dran wäre, das wäre am Dienstag, da wird es wahrscheinlich schon eine LS22 Folge geben. Es kann auch sein, dass es am Montag, wenn das Spiel rauskommt, auch schon eine Folge gibt. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, sicherheitshalber das nicht nur das Abo da lassen, sondern auch das Glöckchen aktivieren, dann kriegt ihr das mit. Das kann gut sein, dass am Erscheinungstag ich bereits morgens die ersten Folgen rausbringe. Ich muss mal gucken, wie ich das produktionstechnisch hinkriege.
Es wird wahrscheinlich noch keine Mods da sein, ne? Ein paar Minuten nach dem Erscheinen. Allerdings werde ich dann Besonderheiten aus dem Fuhrpark vorstellen, sprich Sachen, die neu dazugekommen sind, weil wir halt die Mechanik zum Beispiel noch gar nicht hatten. Wie zum Beispiel, dass die Walzen fürs Walzen, Mulcher zum Mulchen und solche Sachen halt, ne? Schneeschiebegeschichten und sowas. Das ist ja alles was, was dann auch neu mit dazukommt, ne? So, jetzt ist alles gedüngt, es ist alles gegrubbert, es ist alles gekalkt. Das muss nur noch zu Ende gesät werden und ich würde sagen, das werde ich mir jetzt nicht zu Ende angucken. So simpel sieht's aus. Für mich endet jetzt hier das Let's Play LS19. Es wird noch bis zum Tag vor dem Erscheinen auf jeden Fall auch noch eine Mods und Co. geben. Also LS19 ist jetzt heute hier noch nicht ganz vorbei. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine Folge Mods und Co., die noch mit auf jeden Fall dazwischen liegt. Sobald der LS19 raus ist, wie gesagt, gibt es eine Fuhrpark-Beschreibung, Erklärung, Vorstellung und sobald Mods da sind, steige ich natürlich auch bei den Mods mit ein und es wird auch ein Let's Play starten. Wenn das Let's Play noch nicht gleich am 15., nicht gleich am 22. startet, ist das spätestens 22. abends oder halt dann am 23. da. Aber es sollte eigentlich noch am 22. ganz normal rauskommen. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid, den LS19 mit mir zusammen die Treue gehalten haben. Ist ja ein Jahr länger wie gedacht. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann alle zusammen Let's Play technisch im LS22 wiedersehen. Mods und Co. haben wir ja noch ein bisschen. Ne? Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und hoffe, dass ihr da echt dabei bleibt. Und dann bis zum nächsten Mal.